Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, neuer DLC-Charakter wurde hinzugefügt. Das heißt natürlich wieder, ich muss ein Video machen. Also ich muss. Ja, ich muss. Und ja, dann gehen wir mal direkt rein. Ne? Klassisch, ihr wisst, wie es hier läuft. Ne? Wir gehen direkt zum neuen Charakter und spielen den klassischen Modus mit diesem. Der neueste Charakter ist Banjo und Kazooie. So, an der Stelle würde ich normalerweise jetzt immer sagen, so, was ich über diesen Charakter weiß oder die Spieleserie und so, aber ja, da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich habe noch nie ein Banjo Kazooie Spiel gespielt. Ich habe, weiß nicht, ein sehr limitiertes Wissen über die Serie allgemein. Ich weiß, das ist von den Machern von Donkey Kong, Conker's Bad Fur Day und also Leute ist. Aber das war es eigentlich schon. Banjo ist der Bär, Kazooie ist der Vogel. Ne? Ich glaube, im Spiel können die sich, weil nicht so hin und her switchen, dass man den Vogel steuern kann, der irgendwie den Bären trägt und umgekehrt. Und da gibt es irgendwie so eine Hexe und weil nicht die Soundeffekte sind irgendwie so. Ja, und das ist alles, was ich mal das Spiel weiß. Und ja, deswegen wollte ich. War ich vielleicht nicht so gespannt, als dieser Charakter vorgestellt worden ist. Ich meine, ich habe nichts gegen den Charakter. Also immer wenn ein neuer Charakter aus irgendeiner Serie hinzugefügt wird, die es noch nicht in dem Spiel gibt, dann freue ich mich sowieso. Also ja. Aber ich habe mich über die vorherigen Kämpfer ein bisschen mehr gefreut. Also Joker oder Held. Aber toll. Dann gehen wir mal rein. Ich habe noch nie gespielt, was man mit den beiden machen kann und so. Ich weiß auch allgemein nicht, was man mit dem machen kann, bei deren Dingen. Ich nehme an, die können so hin und her switchen, so wie in deren Originalspiel. Ne? Ich glaube, mit dem Vogel kann man irgendwie schießen. Keine Ahnung. Ja, wir gehen natürlich rein. Ticketstart und boom. Gucken wir mal, was der alles kann. Zusammen und dick, durch dick und dünn. Okay. Okay, mit einem, man kann damit schießen. Okay. Ja, ich versuche mich noch ein bisschen hier rein zu finden. Okay. Oh, die Kamera ist merkwürdig. Ich merke gerade, das ist ein neues Level. Raus. Was sind diese Federn, die man hat? Lass mal kurz nachgucken. So, Eiattacke. Kazoo feuert Eier aus Kazooie Schnabel. Er hat den Knopf gedrückt, um auch ihn um mehr Bewegung zu schießen. Das habe ich schon herausgefunden. Ein Sturf, einen goldenen Federbrauch. Federn werden erst nach einem K.O. aufgefüllt. Was? Die riesen Luftsprung mit der Weine Sprungwein. Und angreifen. Eine Granatenei schräg nach oben. Also dreh dich von hinten ins Ziel weg. Okay. Boah, Ding explodiert aber irgendwie zu schnell. Ich wollte eigentlich den Smash Ball haben, aber okay. Und stattdessen eine Faust in die Fresse gegeben. Okay, gut. Der hat nicht so ein kompliziertes Gimmick wie der Held. Also ist schon mal besser, finde ich. Haben sich auch viele Leute wirklich diesen Charakter gewünscht, ne? Aber meiner ich hau dich mit meinem Vogel. Weiß nicht. Ich war da relativ neutral. Ich habe mir den Held eher, hab ich mich eher drauf gefreut. Also ja. Ja, bin nur ich. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein professioneller Smash Player. Wie welche nicht mehr, okay. Ist der Angriff so stark oder was passiert, wenn mir die Feder rausgehen? Da kann ich ja gar nichts mehr machen, ja, geil. Oh ja, was steht hier überhaupt?
Feier? Ja, ne? Warum bereits mir gerade so Schwierigkeiten oder wieder? Da komm mal her. Stell mich mal direkt vor dir, ich weiß, was ich machen muss. Ja, komm mal her. Okay, gut. Okay. Keine Ahnung. Was das war, aber okay. Ich habe sie erledigt. Wir sind nicht schlecht, finde ich. Nur diese eine Technik, wo ich irgendwie, die mir irgendwie ausgeht nach der Zeit, finde ich ein bisschen doof. Ja, vor allem wenn man daneben auch damit. Okay, ich bin gut, dass die Bomben auf Kontakt explodieren, so wie bei Link damals. Bei normalen Link meine ich. Dann nehme ich mal, ist aber voll stark. Der Seitwärtsangriff. Sag mal, ja. Wir haben eine Sense. Boom. Bei mir muss man viel zu schnell sein mit diesen Dingen. Was hat eine Gurke? Was? Eine Gurke mit Augen? War die neu? Keine Ahnung. Wir haben bis jetzt noch keine Probleme, mehr oder weniger. Die Musik sagt mir jetzt als übrigens nichts, ne? Kenne mich auch nicht mit der Banjo-Kazooie Musik aus und ich habe die schon erledigt. Hi, wie geht's? Oh, ich habe der Angriff. Also Gefühl, der Angriff ist voll stark, der war erst bei 15%. Alter. Nur ein bisschen übertrieben, ne? Bereit? Los! Ich muss mich immer so umdrehen oder ich muss das Ding vorher irgendwie hier einsammeln. Was ist das? Leck mich. Ist das überhaupt Schaden? Nee. Nein, der muss natürlich. Hier, ich habe einen Vogel. Ich habe einen Vogel mit meinen Vogeln, merke ich gerade. Ja, okay, wenn er damit trifft, sind Gegner, glaube ich, tot, ne? Gut. So, hör mal mit dir denn. Was ist das? Boom. Wenn ich jetzt schon damit killen kann, ne? Der ist niemals kommen. Mein Gott, ich habe Donkey Kong gerade dem Angriff weggehauen, ne? Und weggesehen. Ja, er wird niemals kommen sehen. Was? Oh, nein, ich dachte jetzt, er kommt richtig. So, Kung Fu Ente, Kung Fu Vogel mein. Weg von dem Ding. Boom. Damit. Ja, gut.
weiß nicht, was die Dinger sind, aber okay. Boom. Penetriert. Cool. Oh mein Gott. Jetzt war von fertig gemacht von Master End und Crazy End. So, ich bin mit dem Vogel am Laufen, merke ich gerade. Wenn ich am Rennen bin. Oh. Ach Mann, lass mich da durch. Alter. Da wollte ich nicht. Da wollte ich nicht. Ja, mit den Federn, die einen ausgehen nach einer Zeit, das finde ich ein bisschen doof. Weil dafür hat der Angriff so stark ist, ne? Das macht wahrscheinlich ein bisschen mehr Sinn, ne? Ich bin mal gespannt, wie viel er beim Boss abzieht hier. Was kämpfe ich? Ja, habe ich mir gedacht. Hi. Okay. Ich dachte, ich würde jetzt sterben. Ich kann nach dem Rettungsmove noch angreifen. Gut. Ich scheine auch irgendwie unbesiegbar da zu sein. Also danach kann ich aufgehalten werden, habe ich so ein Gefühl. Ich wollte schon sagen, geht doch mal. Nutzt danach noch ein Ticket, damit ich die Zahlen nicht verliere am Ende. Oh Gott. In die Fresse. Gib mir eine Faust. Wollte ich nicht. Komm schon. Komm schon. Nein. Ich habe bis heute noch nicht, wie man vernünftig diesen Angriff ausweicht. Oh, ich glaube, ich bin tot. Na, oh, komm schon. So kurz davor. Mit Ticket. Ja. Ich immer noch genug für den nächsten DLC-Kämpfer. Boom. Jetzt hau ich dich mit meinem Vogel. Oh, das war perfekt. Dankeschön. Dankeschön. Haben wir gar nicht die Taunts gesehen. So, 9.9, komm. Oh. Okay. Da war ja relativ schnell. Aber ich nehme an, ist natürlich wieder eine Tafel hinzugekommen, ne? Mit diesem Kämpfer und den anderen. Also machen wir die auch noch. Und dann gucken wir mal, wie lange das hier dauert. Ne? Okay, okay. Auch schon Spaß mit dem. Nicht schlecht. Ja, ich weiß auch, weil nicht. Mii Kostüme sind auch dazu gekommen, Sans von Undertale, aber was soll ich damit? Ja, das sind nur Kostüme, das interessiert mich jetzt nicht so. Das ist, für mich war das mehr oder weniger, weil nicht, eine Bestätigung, dass der Charakter nicht mehr als DLC-Kämpfer vorkommt. Und das finde ich ein bisschen doof. Also ja. Was soll ich noch großartig ein Video machen in die Kämpfer? Den kannst du nicht klasse spielen, was ich irgendwie nicht verstehe, weil warum nicht? Also, kommt schon.
online, weil sie nicht solche online spiele ich gerne online, weil sie nicht Internetverbindung ist so komisch manchmal, weil ich gegen Leute irgendwie gestellt, die ich irgendwie voll einfach fertig mache, und dann kämpft gegen Leute, die sind voll übertrieben. Da kämpft gegen Leute, die eigentlich voll schlecht sind, aber ich schaffe trotzdem irgendwie zu verlieren. Und die ganze Zeit irgendwie so Angriffe spammen und ja, ich habe es trotzdem irgendwie zu verlieren, weil weiß ich nicht. Ja, online, weiß ich nicht. Macht ja nicht so Spaß. Immer so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Koop oder Split Screen. Random Leute hat damit irgendwie so irgendwie gepackt. Aber ich habe ein paar Mal versucht, online zu spielen. Also ja, kann mir keiner was sagen, ne? Oh ja, ich weiß nicht, wie lange die Tafel dauert. Letztes Mal mit dem Held hat jetzt echt nicht lange gedauert. Mit der Persona 5 Karte, das hat ein bisschen gedauert, das aber länger als der klassische Modus. Oder älter war ja auch, glaube ich, ein bisschen überpowered. Also, aber irgendwie schnell ich hier mit durchkomme. Die ersten werden wahrscheinlich locker erledigt sein, aber mal sehen. Gut, Glückwunsch, da haben wir Team Rare. Okay, außer Zelda, Zelda Link, Bewohner und Mario. Gut, was haben wir im klassischen Modus schon mal? Ticket Bonus. Gib mir ein Ticket zurück, bitte. Banjo und Kazooie. Wow, Kazooie sah sehr wütend aus. Macht's ja eigentlich Spaß, mich rumzuhauen. Hm. So, haben wir ein Ticket zurückbekommen, ausgezeichnet. 3 Tickets für den nächsten DLC-Charakter, welcher auch schon angekündigt wurde. Irgendwie Terry von Fatal Fury. So ein Beaten Up, glaube ich. Home Run Wettkampf. Oh. Na, ja, irgendein andermal. Stimmt, da wurde ja auch hinzugefügt, glaube ich. Ja, aber. Machen wir erstmal, deswegen ich hingekommen bin. Hey, die Hexe, kenne ich sogar noch. Hexenzeit. So, erstmal Charakter wechseln. Das sind Dinger, werden wahrscheinlich jetzt nicht so ein Problem sein. Alles klar. Man sich den Mii-Kostüme nicht auch kaufen. Ich habe jetzt nur einen Season Pass hier für die DLC-Kämpfer, also weil die Dinger, die sind ja wieder extra, ne? Muss ich ja auch noch mal blechen. Ne? Okay, da tut so 32 KP abziehen, habe ich gerade gesehen. In die Fresse! Das ging voll schnell. Kein Kratzer, direkt durchgekommen. Ja, die ganzen Charaktere sagen mir überhaupt nichts. Also. Sieh eine Anspielung an Diddy Kong oder Dixie Kong. Sie will nämlich schon fast so aus. Entweder das oder die Leute von Rare sind nicht so, weiß ich nicht, flexibel mit ihren Designs. Aber ich müsste mal Conker's Bad Friday spielen, ne? Ja, meinen opernsingenden Kackhaufen da. Und ein betrunkenes Eichhörnchen. Weg. Oh, was? Der Schild ist aber beinahe weggegangen, glaube ich. Boah, da regst du jetzt mal, danke. Ja, damit ich Banjo irgendwie sehe, muss ich irgendwie voll an Yogi-Bär denken. Also nicht. Und irgendwie mir vorzustellen, hat Yogi Bär irgendwie Leute verprügelt. Irgendwie komisch. Und dieser eine Bär, der irgendwie, weiß ich nicht, Brand gegen Brand, gegen Waldbrände ist oder irgendwie sowas, weiß nicht. Der Feuerwehrbär. Also, wenn jemand kennt, ich glaube, aus Amerika. Irgendwas. Was?
Oh, da unten kann man sogar laufen noch. Weiß nicht, wo du. Oh. Als ich dann sichtbar geworden bin. Oh, ich bin gestolpert. Oh. Bottles. Okay. So, Mambo Jumbo. Der Name sagt mir was. Aber gehen wir erstmal die Schwächeren. Der war wahrscheinlich schon in einem Stunde fertig sein. Also da sind so richtig schwierige Gegner, die jetzt noch kommen. 10 KP. Ich habe 5 KP, merke ich gerade. Ich habe ein Zeitlimit und ich komme hier nicht hoch. Mach mal noch mal. Boah, das ist so schwierig, glaube ich. Ich habe Probleme gehabt, da oben hinzukommen. Gott. Oh, was wenn ich die Dinger, glaube ich, berühre, damit ich tot, ne? So. Du stirbst. Und ich jetzt. Ich war arschen. Oh. Oh, wir hatten jetzt keinen Kack, ey. Oh mein Gott. Da war doch noch nicht mal Stacheln, oder? Ich habe da die Unterseite berührt. War noch Stacheln? Ja, sind keine Stacheln. Wieso bin ich da verreckt? Der ist wieder da hinten. Jetzt sind alle mit einem Schlag tot. Lass mich runter. So. Da unten sind keine Stacheln. Wieso bin ich? Weil ich verreckt. Ich verarsche. Guck mal, da unten rechts, da bin ich doch gerade gegen gegangen. Außer ich nehme ein bisschen Schaden, so Rückschussschaden, wenn ich irgendwie eine Wand berühre oder so mit dem Angriff. Aber ansonsten sollte mal gucken die Beschreibung, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass so ein Stern und zwei Sterne Dingen irgendwie jetzt eine Herausforderung ist. Okay, du komm her. Boom. Nie einen Sprint mit reingesetzt. Boom. Oh, der war. Und weg ist er. Wart. Oh, der hat so was. Der war Sprint angefangen. Okay. Der war ein Sprint Alter, hör auf damit. Mach noch nicht mal Schaden, ey. So, geh weg. Ich bin nicht drauf, weil so was, hallo. Und den kann man auf Level 99 entwickeln. Alles klar. Das nehme ich jetzt aber nicht so. So, Mambo Jumbo. Besiegen auch Gegner. Also, leichte Dauerschaden für dich. Der Gegner setzt auf Luftangriff ein. So. Tun wir uns mal ein bisschen näher vorbereiten. Und ich habe Autoheilung, also ist ja perfekt. Mambo Jumbo, den Namen habe ich schon mal gehört, aber also nicht. Bereit?
ich will irgendwie schneller geheilt, als dass ich HP verliere, so für Blocks. Ja, und das meine ich. Aber ja, und so schwer ich eigentlich. Na komm mal her. Was? Oh, was? Oh, was wieder mit der Blume gehauen? Die haut einen doch nicht so weg. Das sehe ich jetzt mal gar nicht ein. Zero, glaube ich, auch als Mii-Kostüm hinzugefügt, ne? Als euch mit Mii-Kostüm, die kannst du irgendwie, kannst du mit Mii doch fast gar nichts machen, ne? Ich glaube, die kannst du auch noch nicht mal online spielen, ne? Wohl doch, glaube schon. Ich habe schon mal so Videos gesehen, wie Leute irgendwie mit eigentlich selbstgemachten Charakteren gespielt haben. Ja. Gegner krieg ich gar nicht weg, ey. Ich weiß, ich muss den einen erledigen, aber ich glaube, ich bin immer hier so runter. Da habe ich mich in Sicherheit gemacht. Was machst du jetzt? Da, dieser Pisser. Kann ich dich mal bitte weghauen, ey? So, ich habe dich mit dem Roboter gehauen. So, ich muss dich nur einmal mit dem einen treffen, dann ist er weg. Genau, genauso. Ich würde genauso machen. Cool. Okay, letzter Gegner. Vielleicht eine halbe Stunde. Grundhilfe, wir siegen Hauptgegner. Oh nein, Gift hat eine Bombe verursacht, fortlaufenden Schaden aus Smash. Okay, dagegen haben wir doch was. So habe ich mir für alle möglichen Sachen hier Teams erstellt damals. Boom. Oh nee. Weiß ich, Autoheilung. So. Die Musik habe ich schon mal gehört. Oh Gott, der hat 230 HP. Was? Wieso nehme ich Schaden? Ich habe doch Anti. Aber muss ich gegen Gift und gegen Giftboden ja was machen? Zum Teufel. Niederlage. Okay. Nehme ich immer noch Gift. Komm. Ja, Gift und Giftschaden sind ja zwei verschiedene Sachen, ne? Boah. Also vor einem Feiern beim Charakter zum nächsten. Warte mal. Hey, warte mal, warum war Anti-Feuerboden? Ich habe gerade Gift ausgerüstet. Warum war denn da nichts? Nee, die Musik kommt mir doch nicht bekannt. Anti-Gift. Warum müssen sie dann ausgerüstet? Ja, super. Ja, schon mal gut. Und machen wir mal so. Aber es ist ein bisschen einfacher. Ja. Bist du denn? Geh weg. What? Oh nein, kommt immer wieder zurück, ist klar. Und solange ich immer mit denen Angriff treffe. Boom. Oh. Leer. Du setzt nur diesen Angriff ein, den ich gerade. Gibt sogar. Ich glaube, du bist tot. Nein, den wollte ich nicht treffen. Boah, das gibt's doch jetzt nicht.
Okay, mal jetzt her. Mach's mir jetzt nicht hier. Will ich verarschen? Ey, das gibt's halt nicht. So, komm her. War schon wieder? Boom. Mein Vogel war schneller. Boah. Ich habe einen Vogel. Gut. Wird Angriff, Abwehr und Tempo bei Vergiftung. Oh, cool. Okay, da war's. Und komplett. Und Geld. Oh geil, kann ich mir direkt neue Sachen kaufen. Pass auf. Um mal irgendwie neue Dinge zu haben. Subgeist, der ist neu. Joy-Con, oder? Also dieses Virtual Reality Dingen, ne? Ist ja nicht einfach nur so ein kleiner Pappkarton. Na, gucken wir mal das hier einmal. Bin den Sandsack hinweich, wenn du 10 Sekunden lang extra viel Schaden schaffst, schnapp dir den Schläger und schick den Sandsack mal ein Smash vorwärts auf Flugreise. Verstehe nicht, warum sowas nicht, weiß nicht, von Anfang an drin war. Also Sachen, die mal später erst hinzugefügt werden, sind, weiß nicht. Da gibt es keine Dingens, keine keine Meilensteine und so. Das ist immer so bei so DLC-Sachen. Ich gerne sowas von Anfang an schon drin. Er fühlt sich offizieller an irgendwie. Man muss meinen. Ich brauche doch keinen Schläger. Ich mache einfach den hier. Ja, war wahrscheinlich voll schlecht. Okay. Haben wir auch mal gemacht. Und ja, gut. Das ist noch nicht mal ein Sternchen hier. Mal. Gut, haben wir mal gesehen, wie das aussieht. Ja, es ist jetzt was Neues im Shop drin, weil ich wieder was gemacht habe. Ja. Okay, dann wollte ich sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns dann, wenn der nächste DLC-Charakter wieder hinzugefügt wurde. Und ja, ich bedanke mich alles für Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Wird den Kanal sehr weit helfen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.